Hallo zusammen und willkommen bei einer weiteren Folge Heroes and Generals zusammen mit dem Mr. Murph. Hallöchen! Und an meiner Seite natürlich auch der panzerbursche Hide. Ja, hallo! An deiner Seite und an Murphs Ferse. Ja, und jeder mit seinem eigenen Panzer. Ist das nicht toll? Das ist das Beste. Und was am allerbesten ist, ist, dass du diesmal dabei bist. Ja. Ja, und diesmal sogar flüssig. Und Wahnsinn. Ich kann schießen. Was? Du hast auch Geld? Hast du Rohr frei verwendet für deinen PC? Was habe ich verwendet? Ob du Rohr frei verwendet hast. Ja, natürlich. Das ist ja auch gut für einen Panzer, ne? Der schimmert dann so schön. Ach, Moment. Ist das schön, ein eigener Panzer. Das fühlt sich doch gleich viel sicherer, wenn man... Das mag täuschen. Zug! Okay, zu spät. So sicher auch wieder nicht, hat Murph gerade gemerkt. Ja, Sicherheit ist relativ. Also, ich kann mir sicher sein, dass ich sterbe. Ach, wir sind da mit dem Panzer, okay. Ja, wenn wir hier mit vier. Ja, ja, deswegen bin ich ja auch draufgegangen. Ich habe auch geschossen, aber... Ja, ich dachte, Panzer, hier laufen auch Leute mit Panzerfäusten rum. Nee, das war auch einer, der so mit so einem MG gekämpft hat. Also, ich glaube, diesmal haben wir tatsächlich Gegner, die auf unserer Augenhöhe sind. Das ist aber... Aber der hat mich halt früher erwischt und auch irgendwie ein bisschen besser. Und ich glaube, der erste deutsche Panzer ist sogar schwächer als der erste amerikanische. Weil bei den Amerikanern ist es so, da gibt es immer nur zwei Panzer gleichzeitig. Bei den Deutschen können es, glaube ich, bis zu drei sein. Was wir ja gerade eben erleben. Ja. Wir haben meinen Panzer kaputt gemacht. Da habe ich drauf gespart. Als ich noch ein kleiner Bube war. Tja, sofort eine Klage wegen Sachbeschädigung und wegen seelischer Grausamkeit. Ja. Wollen nicht mal einen kleinen Jungen seinen Panzer lassen. Meinen haben sie auch zerstört. Der arme kleine Hide. Wer soll ihm denn jetzt einen neuen Panzer schenken? Egal, ich habe noch einen in der Garage gehabt. Denk doch mal einer an die Kinder. In welch einer grausamen Welt leben wir, wo Kindern einfach die Panzer kaputt geschossen werden? Genau. Das ist doch nicht Nordkorea. Ja. Oh, ich sitze ja gar nicht... Als Beifahrer, ich sitze ja als Mitfahrer. Was ist das denn? Was ist denn ein Mitfahrer und was ist ein Beifahrer? Beifahrer, da wäre ich ja drin gewesen, aber als Mitfahrer, ich saß außen am Panzer. Ach so. So, ich leg mich einfach mal hier rein und nehme das ein bisschen ein, während du da ein bisschen... Schon wieder am Liegen. Ja, natürlich. Keine 5 Minuten spielt schon wieder am Liegen. Ja, gerade die ganze Zeit nur im Panzer am Sitzen, jetzt am Liegen. Ja, das Liegen liegt dir, was? Das ist so ein bisschen... Ja, ich bin hier so richtig faul, das ist schön. So, Kollege, den Jeep machen wir mal kaputt. Kaputt. Da habe ich gerade eben 2 gekillt damit. Na super. Sehr schön. Und ich dachte, ich habe hier die Panzerunterstützung und werd da gleich von dem Ami zerstört. Nö. Mach den kaputt. Nur, dass hier Panzer sind, heißt ja nicht, dass die dich unterstützen. Ich steig aber bei Mörm auch wieder ein. Ich bin gleich wieder da. Du bist ja nur Fußvolk in dem Moment gewesen. In dem Moment, ja. Ja. Wow! Oh, in dem Moment, wo ich reinkomme, explodiert natürlich dein Panzer. Ist das super? Ja, ich bin gerade eben verwirrt. Anscheinend kann man die deutschen Panzer mit Handgranaten zerstören. Das sind Leute, halt auch die allerersten Panzer. Hier nimmt jemand da rein, aber ich kann ihn nicht sehen. Weil er sich versteckt. Ja, ich komme gleich bei dir rein. Das ist gut. Ich steig gleich an deiner Seite ab. So, wobei ich glaube, das war eine Mine. Ich glaube, der hat eine Mine unter mich gelegt, währenddessen ich mich nicht bewegt habe und sie ist trotzdem hochgegangen. Klar, logisch, ne? So, der Typ hat jetzt A eingenommen, weil ich ihn einfach nicht sehe. Hubekohl, der Snorri. Ja, ich habe mich gleich einfach... Aua, da, links an der Seite. Da in dem Baum. Ja, ich glaube, er wurde erwischt. Ja? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich leg mich jetzt hier hin, weil ich habe gerade eins eingesteckt. Liegen. Ja, ich bin oberschlauer. Okay. Also, liebe Leute, kleiner Tipp an der Stelle. Wenn ein Panzer neben euch ist und der schießt gerade nicht selber, nicht schießen, weil sonst hört der euch. Habe ich gerade bewiesen. Ja. Ja, hier lernt ihr fürs Leben. Wenn ihr mal in einem Panzer sitzt. So ein oberschlauer Amerikaner gerade eben gewesen. Weil die große Frage, wie lange wird das Panzer noch geben? Also, wenn ihr die mittlerweile so ansiehst, wie... kriegstechnisch weiterentwickelt sind. Aua. Panzer wird es immer. Ach, wenn du das Ursula von der Leyen zuhörst, dann die will ja gerade eben wieder neue Leopardpanzer haben.
Ja, ja, die will so aber schick sind. Schickes Leopardenmuster noch drauf. Hm. Ach so, du meinst, sie will eher Leopardenunterwäsche. Oh Gott, bei der Frau will ich mir das gar nicht vorstellen. Aber warum sollten wir jetzt mal neue Leopardpanzer holen? Weil die so gut zum Bosspads passen. Also was sowas angeht, also hier in aktueller Politik bin ich ja wirklich strikt dafür, keine Auslandseinsätze, von daher brauchen wir keine Panzer. Oh. Mein Panzer wurde wieder zerstört! Ah, warum sind hier so viele? Ach, du bist direkt beim gegnerischen Spawn, oder? Du explodierst gleich. Ja, aber ich habe ein paar mitgenommen. Ja, ich gebe zu, ich habe mich ein bisschen verfahren. Memo an mich, nicht beim Nerf einsteigen. Ich habe doch gesagt, dass wir die Schwachsinnsaktionen laufen. Ja, aber jedes Mal, wenn ich da reinkomme, kurz danach explodierst du und nimmst mich mit. Ich wundere mich, warum du so viele Chauffeurabzeichen kriegst. Ich dachte, die bekommt man für gestorbene Mitfahrer. Da geht's wahrscheinlich um die gefahrenen Kilometer oder so. Also für mich müsste ja Reto Moto, die machen ja das Spiel, ne? Die müssten für mich extra eine eigene Spange entwickeln und die heißt Leichenwagen. Das würde, glaube ich, am allerbesten passen zu mir. Oder irgendwie so Selbstmordattentäter, wenn du einfach nur strikt reinfährst und explodierst. Ja genau, einfach so jalalalalalala. Aber wenn man bei dir mitfährt, da erlebt man immer was. Kriegt ja, oft aufs Maul, aber man erlebt was. Definitiv, also ich behaupte nicht, dass bei mir langweilig ist. Ich behaupte nicht, dass bei mir das Abenteuer sicher ist. Sicher ist oder friedlich oder zufriedenstellend, aber man wird was erleben. Kommt, ich behaupte auch nicht, dass eine Versicherung begeistert sein wird, wenn man bei mir mitfährt. Das behaupte ich auch nicht. Aber man erlebt was. Ob wir B noch kriegen? Dass das überhaupt eine Frage ist, natürlich. Moment, da ist ein Gegner. Ich muss hier erstmal gucken, wie ich hier den Berg hochkomme. Weil an manchen Stellen ist zu steil. Wie kann ich. Hoppala. Wie komme ich wieder rein? Ach, gut. E. Mit dem Mausrad. Wie kann ich auf die zweite Munition wechseln? 1 und 2, die Nummern-Tasten. Achso, einfach Nummer 1 und 2, okay. Nee, oben 1 und 2. Ja, habe ich ja. Achso, ich dachte, du meinst jetzt den Nummerblock. Nee, da würde ich die Aufnahme abbrechen oder Stream starten. Brech die Aufnahme ab, ich muss die Munition wechseln. Komm, nimm das. Das Fahrzeug ist zerstört. Yep. Ich komme mal bei euch rein. Nee, kann ich nicht, oder? Ah, da schießt. Wo ist denn da noch einer? Wo ist denn der? Ich habe keine Ahnung, wo. Boah! Ja, das ist auch das Problem. Es ist nicht so wie bei World of Tanks, dass man mitkriegt, wo der dann ist, ne? Sondern der. Ja, das ist ein klein wenig realistischer hier. Oh, und raus. Nein, zu spät. Ich bin bei dir gespawnt und schon bin ich tot. Snorri, was hast du getan? Snorri hat beim Besten gelernt, bei mir, ja, genau. Wie man seine eigenen Mitspieler tötet. Auf den Moment warten, wenn sie spawnen und dann platzen. Aber echt, ich komme gerade rein, buff. Aber ich finde, das ist auch schon echt gemein gemacht. Ich sag mal, dieser Warnton kommt erst, wenn du quasi schon am Explodieren bist. Ja, also du musst knallrot sein, das Problem ist. Dann gehst du in die Luft. Ja, das Problem ist also, wenn du rot bist, ist schon fast zu spät, ne? Ja. Also ich schiel immer so ein bisschen. Ich hab ein Auge immer auf die Rüstungsanzeige. Aber ist die nicht nur vom Spieler? Nein, du hast da zwei, das Schild, genau. Das ist Panzer. Also Fahrzeug generell. Okay. Sogar das Fahrrad hat sowas, ja. Was? Ja. Ja, das haben wir aber schon oft genug besprochen, Hide. Ja, aber das habe ich. Du musst doch mal zuhören. In meinem Fahrradgeschäft habe ich das gar nicht beachtet, dass die auch noch Schilde brauchen. Das sähe aber dämlich aus, wenn ich da Fahrräder mit Schilden verkaufe. Es sei denn, du verkaufst Raumschiff Enterprise-Schilde. Du kannst aber auch Schilde für Ritter verkaufen. Also, Merp, wir sind hier im Weltkrieg. Ich bitte um ein bisschen Ernsthaftigkeit. Ja gut, dann ist halt Kork da. Das gefällt mir. Captain auf der Brücke. Das habe ich gerade nicht hingekriegt. Moment nochmal. Oder so. ich habe nicht genug Treibstoff, um den Berg hochzukommen. So. Nee, du musst einfach einen Umweg fahren. Weil an manchen Stellen ist es zu steil. Ja, ich merk's.
Panzerung zu stark, meine Fresse. Ich hab echt keine Ahnung, wie... Aua. Öh. Wie wir hier halt, den Panzer wegkriegen sollen. Du musst halt immer auf das Weiße in deinen Augen zielen. Er hat nicht mal ein Auge, er ist ein fucking Panzer. Aber er hat ein Rohr. Ja, genau. Das gilt doch auch als Auge, dachte ich. Kampfeinheit ist besiegt. Super. Ich bin raus. Oh Gott, ich habe gerade eben einen Fahrradfahrer, der jemand hinten drauf hat, erschossen. Alle beide. Ja, ich habe Panzerfahrerabzeichen bekommen. Das sah aber auch urdämlich aus, gerade eben, wie die da angerollt kamen. Als hätten sie realisiert, was hier gerade eben passiert und sich dachten, ach nö. Nö, ne? Oh mein Gott. So, ich glaube, du bist der letzte Überlebende. Deine Art. Nicht. Der letzte, also das Panzerfahrer. Letzte Einhorn. Ja, der letzte Mohikaner. So ähnlich. Du hast zwar auch ein langes Rohr auf dem Kopf, aber anders. Ja. Ah, wir haben ja immer noch das altbewährte Fahrrad. Was? Ich wurde rausgeworfen. Warum? Ich weiß es nicht. Ach so, du hast ja, glaube ich, zwei Deutsche, oder? Ich habe zwei Deutsche? Ja, du hast doch extra einen neuen Charakter gemacht. Ja, ich habe den Edmund Burgstaller und ich habe hier den Karl Toffel. Ja, vielleicht deshalb, weil ich habe keinen zweiten Deutschen, deshalb, der ist nur Panzerfahrer. Warum? Ich weiß nicht, welchen Namen ich doofer finde. Karl Toffel ist super. Ich habe keine Ahnung. Aber du wolltest das einfach mal so sagen, dass ich zwei Deutsche spiele. Nee, ich dachte, dass wenn dein Typ zu Panzerfahrern zählt, dass der andere dann vielleicht zum Fußvolk zählt. Was ist das denn für ein gemeiner Schuft? Ja, finde ich auch. Moment, was? Ich werde da einfach abgeknallt. Erstmal verfolgt mich mit meinem Fahrrad die ganze Zeit ein Panzer. Dein dann, Fahrrad? Ja, und dann werde ich auch noch abgeknallt. Danke. Die jawohl! Gerade, pass auf, die Tenten gerade bei uns am Startpunkt. Da sind jede Menge. Wo ist denn der? Boah, hier explodiert gerade die halbe Welt und ich weiß nicht warum. Vielleicht drehen wir hier einen Michael Bay Movie. Transformers? Zum Beispiel, ja. Aber mit Panzern, pass auf, wenn sich ein Fahrrad verwandelt. Dann geht's böse. Ja, jetzt ist es nicht mehr so, dass sich der Anführer der Gruppe in einen LKW verwandeln kann, sondern diesmal nur noch in ein Fahrrad. Was heißt hier nur noch? Die wollten das kinderfreundlich machen. Ich platze jetzt. Oh, verdammt, aber ich habe immerhin den Typ noch gekillt. Nee, ich hatte gerade keine Ahnung, wo der war. Ach Gott, wir haben wieder keine Kampfeinheit mehr, ne? Ach, deswegen. Ja. Ich habe mich gerade gewundert, warum kann ich da jetzt gerade nicht Dauerfeuer machen? Aber dadurch, dass der mich anscheinend in die andere Einheit getan hat, habe ich gar nicht mehr meine Waffe gehabt. Ich habe jetzt nur ein normales Kalibergewehr. Das heißt, wir sollten uns alle eigentlich einen zweiten deutschen Soldaten machen, dass wir überhaupt noch quasi bei solchen Gefechten mitmachen können, hä? Okay, kann man dem denn anscheinend. Kann man dem denn die Waffen, die man freigeschaltet hat, geben? Ich glaube nicht. Verdammt! Nur im Ausrüstungsdepot. Und das kannst du nur nutzen, wenn du schon einen General hast, der seine Waffen halt nicht mehr braucht. Aber na, super! Ja, genau. Das heißt, das wäre eigentlich eher sowas wie ein Folgeding. Ich glaube, so weit spielen wir das noch nicht. Ja, aber also mal ganz ernst, Frage, Leute. Ja. Was ich jetzt gerade eben nicht ganz raffe, also meiner Ansicht nach, aber vielleicht bin ich heute auch einfach nur total Panne, wir hatten doch relativ häufig die Punkte. Warum verlieren wir? Weil wir jetzt keine Punkte mehr haben. Ich bin zu früh rausgeflogen, um was zu beurteilen. Deine Logik ist bestechend, Snorri, aber die waren von Anfang an eigentlich schon sehr, sehr früh vorne dran. Ah, mein Gott. Ja, wir werden jetzt gerade aber überrannt, weil wir keine Panzer mehr haben. Und, ich sehe es, also 90%, 91%, also 92%. Ich glaube, das können wir jetzt einfach ganz, ganz kurz voll durchticken lassen.
Also eigentlich, wir haben grandios angefangen, aber dann richtig stark nachgelassen. Was ich nicht weiß, aber was ich befürchte, was sein könnte, dass wir, Moment, ich gehe auf nicht bereit. Okay. Dass wir vielleicht eventuell doppelt Lebenspunkte für unseren Zug verloren haben, weil die Leute, also du zweimal bei mir und Tide einmal bei dir, gestorben ist, als du auch hochgegangen bist. Ich weiß nicht, wie das Spiel das rechnet. Das kann sein. Ja, aber hey, ich sehe gerade, das stimmt tatsächlich. Ich habe tatsächlich jetzt gerade auch XP für meinen Edmund Burgstaller gekriegt. Das heißt, in dem Moment, als wir keine Punkte mehr für unseren Trupp hatten, hat Kyle Toffel den Dinges abgegeben und ich habe Edmund Burgstaller gespielt. Du hast zwei Identitäten. Wow, ja. Leute! Ich brauche ja 10.000 Credits, dann habe ich den besseren Panzer. Das ist bei mir genauso. Auch 10.000. Ja, ziemlich genau 10.000. Also ein bisschen mehr, genau. So 10.500. Tja. Wie viel bräuchtet ihr denn? 42.600 Credits. 42.600? Ja. Hey, die hab ich. Wie kommst du an so viel Geld? Drogengeschäfte. Garantiert ja, genau. Drogengeschäfte. Das sind Drogengeschäfte. neues Fahrzeug. Dann habe ich das ja wahrscheinlich jetzt auch, oder? Ich habe ja gerade Panzerfahrer 1 freigeschaltet. Panzerwagen 1 hast du schon. Ich würde mich ja freuen, wenn man Sachen auch verkaufen könnte, ne? Das wäre super. Dann könnte ich hier die olle Panzerfaust loswerden. Ja. Aber... Gesundheit. Gesundheit. Tja, hätten wir uns diese blöde Panzerfaust nicht gekauft, ne? Ja, diese blöde. Vor allem, die hat ja auch sowas von überhaupt nichts gebracht. Ja, das sind doch mal schöne Schlussworte hier. An manchen Stellen war die cool. Entschuldigung. Ja, ich fand den ballistischen Flug der Rakete, wenn sie irgendwo im Nirgendwo eingeschlagen hat, total episch. Und die Leute nur leicht verletzt hat. Ja, genau. Oder in meinem Fall gar nicht. So schießt in der Panzerfaust auf ein stehendes Auto und muss fünfmal drauf schießen, bis ich es treffe. Und dann geht's noch nicht mal kaputt. Ja, das waren meine Erlebnisse beim vorletzten Mal. Ach ja. Wer ist jetzt dran? Mach ich's, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich muss noch in der Gruppe zurück. Aber ja, Leute. Welcher Panzer wäre das denn gewesen? Was? Ausführung 2. Genau, der Panzerkampfwagen 2 Ausführung C. Das ist der nächste Panzer. Okay. Ja, okay, den kann ich noch nicht freischalten. Schade. Ja, ich könnte es vom Skill her, aber nicht vom Geldbeutel. Dito. Und damit beenden wir, glaube ich, mal diese Folge mit diesen Worten. Vom Skill her alles super, aber vom Geldbeutel her wie im echten Leben alles, naja. Ja, das beschreibt doch ganz gut unsere Karrieren hier. Genau, naja. Also es ist wie im echten Leben quasi. Man sieht ein geiles Auto und der Führerschein dafür ist da, aber der Geldbeutel sagt, ne. Nix da. Genau, also liebe Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss. Und tschüss und ade.